Willkommen zurück bei Far Cry. Es geht weiter. So. Ich glaube, irgendwie wartet. Crow wartet auf uns, genau. Eliminieren Sie Crow und laden Sie die PDA-Daten hoch. Okay. Also, wir versuchen es. Mal schauen, ob wir die Drecksau kriegen. Am besten mit einem Sniper oder so. Oh, Scheiße. Ich gehe mal. Shit. Ach, du Scheiße. Ich gucke erstmal, wo die ganzen Feinde sind. Und die haben mich auch zum Teil alle schon gesehen. Keine Ahnung, was das nun wieder war. Okay, sie wissen nur nicht, dass sie gleich sterben werden. Ich versuche mal irgendwie hier ranzukommen. Okay, oh, Elite-Soldaten. Shit. Oh, Scheiße, sind gleich mal vorbeigeschossen. Ja, komm schon. Okay, der erste Schuss ging leider daneben. Wo ist jetzt der andere hingerannt? Die müssen irgendwo direkt vor mir sein. Kommt einer. Nummer 1. Nummer 2. Scheiße, wo ist der andere? Da. Okay. Wo ist die Drecksau Crow? Moment, wenn ich... Ich sollte mich wahrscheinlich irgendwie langsam vorbewegen. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie noch ein Opfer werde. Von jugendlicher Leichtsinnigkeit. Ich schaue erstmal mit der Kamera ein bisschen. Mit Fernglas. Okay, hier sieht es ziemlich ruhig aus. Ich habe gerade gedacht, da wäre was. Okay. Okay, es ist ruhig. Der müsste ja irgendwo jetzt direkt vor mir sein, der Crow, oder? Rein theoretisch. Davor. Da drüben! Shit! Da drüben! Die werfen Granaten auf mich. So, okay. Oh, oh, das sind aber viele. Ja, genau, geht. Geht einfach, geht euren Weg. Los, ich lasse euch ziehen. Lasst mich in Ruhe. Oh, shit. Die zielen ziemlich gut, ne? Wieso ist jetzt meine Framerate gerade so im Keller? Moment mal. Er tut irgendwas im Hintergrund, mein Rechner. Aber ich tue doch gar nichts. Auf jeden Fall blinkt es wie so ein Gestörter. Eieiei, was ist denn los? Okay, Moment, da hinten schießt das auf mich. Trigene sehe ich nirgends, das ist schon mal gut. Von der kugelsicheren Weste her aus sieht es auch gut aus. Da hat noch einer auf mich geschossen. Da vorne. Krieg ich ihn? Ja. Na? Doch nicht. Wenn ich vielleicht noch ein bisschen seitlich laufe. Oh, Computerbugs. Grafikbugs. Vielleicht zickt deswegen mein Rechner gerade so ein bisschen. Hoffe ich stürze das Spiel nicht ab. Ist er das? Nee, das war er nicht. Sag mal, wie kommen denn da noch? Der hat ziemlich viel so. Oh. Melden Sie sich, Crow. Was zur Hölle ist da los? Melden Sie sich! Sie sind also der berühmte Dr. Krieger. Wer ist da? Werden Sie noch früh genug erfahren? Okay. Dr. Krieger. Ah, jetzt ist es weg. Es lag am Spiel. So wie es aussieht, dass meine Framerate kurz so unten war. Eine kugelsichere. Muss man die Leichen durchsuchen. Das Wasser ist auch ein bisschen verbuggt, ihr seht's. Eigentlich schade, weil das Spiel ist so ganz gut, aber mit den Grafikfehlern und Bugs, da wird es leider etwas in meinen Augen unterbewertet dadurch.
Also da hätten sie sich ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können. Ist jetzt zwar meine persönliche Meinung, aber kommt halt zu oft leider in den Spielen vor. Es ist auch schon alt, aber das beziehe ich jetzt mal nicht aufs Alter. Normalerweise, wenn man ein Spiel auf den Markt bringt, soll es schon vollendet sein. Ich will irgendwie nicht da hoch. Ich habe Angst, dass es mir irgendeiner wieder den Arsch aufreißt. Aber ich sehe jetzt mal hier nichts. Das ist wie so eine mobile Funkstation. Moment mal ganz kurz, ich wollte noch kurz da drüben gucken. Ich habe Angst. Da sind noch irgendwo Typen gelegen, oder? Ne, ich glaube, ich habe alles eingesammelt. Okay. Meine kugelsichere Weste ist voll, mein Leben ist voll, also gehen wir mal hoch. Ich bin jetzt mal gespannt, wie gut oder wie schlecht der Typ kämpft. Ich nehme mal eine Nahkampfwaffe. Okay. Ah, guck mal, hier liegt noch was. Eine Sniper. Wir können auch probieren, von ihm wegzukommen. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt machen muss. Okay. Ich rede hier schon, als wenn ich ihn schon besiegt hätte. Obwohl dem ja noch nicht der Fall war. Wenn ich das Teil fahre. Beim LKW. Schließen Sie den PDA an das Datenübertragungssystem an. Ich sende Ihnen jetzt die Koordinaten. Das war alles, was die CIA benötigte, nicht wahr, Doyle? Was? Ja, natürlich. Okay. Jack, melden Sie sich. Ja? Ich bin auf dem Weg zu Ihrer Position. Sie haben die Daten hochgeladen. Das war gute Arbeit. Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass hier noch ein paar Feinde kommen werden. Die bringt bestimmt noch Freunde mit. Bingo. Jetzt wissen wir, wo sie das Mutagen herstellen. Er hatte außerdem noch die Aktivierungssequenz für eine Atombombe bei sich, mit der sie bestimmt ihre Spuren verwischen wollten. Oh klar. Ab jetzt wird's bestimmt alles ein Kinderspiel. Halten Sie nur schön den Dschungel im Auge, Jack. Jetzt, wo etwas Zeit ist, nennen Sie mir noch mal ein paar Details. Krieger war ein leitender Wissenschaftler des Verteidigungsministeriums. Spezialgebiet genetische Verbesserungen an Menschen. Die Trigen. Genau. Und wo kommt die CIA ins Spiel? Der Armeegeheimdienst hat Krieger wegen unerlaubter Tests an Menschen gefeuert. Danach hat der Kerl sich selbstständig gemacht und wir haben ihm Doll geschickt. Sind wir hier, um Doyle zu retten oder um Krieger zu stoppen? Ich bin hier, damit diese Viecher nicht die Insel verlassen. Sie habe ich nur dabei, weil ich dachte, ich könnte vielleicht Hilfe gebrauchen. Na, das ist ja ein Kompliment. Guter Junge. Laut Doyle ist ein Söldnerlager in dieser Gegend. Besuchen wir sie mal. Also es bedeutet, ich muss jetzt gleich ein Söldnerlager ausschalten. Ja, der Part ist zwar etwas kurz geworden, aber wir sehen uns dann gleich im nächsten. Den lasse ich dann ein bisschen länger laufen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis gleich. Tschüss.